Ein Stativ vielleicht, kann man die Kamera da drauf machen. Nee, nee, das ist schon richtig. Du willst eine Sekunde gegen Gesicht in die Kamera kriegen, ne? Ja, das geht noch nicht. Ich brauche den Platz in der Tür, Christian. Sorry, das ist so ein bisschen unbeholfen, aber am Andi sein Grinsen habe ich drauf. So. Voila, der Tag. Schön gegangen ist er. Der ist jetzt sehr gegangen, man sieht. Von dir an, das oben ist schon so ein bisschen dunkler geworden, das war, weil er zu trocken wurde. Jetzt werden wir den Teig noch ein bisschen kneten. Ich hoffe, von unten sieht er gut aus, oder? Hier, schau, der ist irgendwie... Ja, der ist auch ordentlich tropfig. Ordentlich tropfig, ja. Ein bisschen mehr Mehl kann nicht schaden, sonst mache ich mir die Hände wieder schmutzig. Das wollen wir nicht. Wenn man hört. So. Wieder schön mit der Faust walgen den Teig. Der ist gut massiv. Ah, fein ist er. Da gibt es eine ganz andere Konsistenz. Der ist wirklich schön. Fühlt sich gut an. Können wir gerne mal anfassen, so einen Teig. Wenn Fragen zwischendurch sind, ne? Also. Ich kenne solche Teige. So, fangen wir mal an, oder? Also zuerst Mehl, und zwar nicht zu wenig. Auf das Brett machen. Und dann so ein Stück abmachen. Ich glaube, das ist okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ordentlich eine verfassen und dann das Nudelholz nehmen, um den Teig auszurollen. Ich muss die Nussschale noch abmachen. Dann ausrollen, ab und rumdrehen, damit von beiden Seiten Mehl dran kommt. Und jetzt muss ich wirklich die Nussschalen abmachen. Oh Mann! Bin ich jetzt gespannt. Nüsse kommen jetzt in den Biomüll. Und hier kommt auch Mehl drauf, weil sonst pappt die Pizza an dem Ding fest und wenn gut. Die Musik ist ziemlich dramatisch. Ja, das ist echt. So. Ah, schön hier den Teig mit Liebe bearbeiten, das ist das Wichtigste. Und jetzt kommt eine Tomatenmatte drauf. Nur ein bisschen. Also das ist nur Tomatenmatte ohne irgendwas dabei, ne? Nichts, eingekocht. Da ist noch nichts drin. Genau. Was machen wir noch die erste Pizza drauf, sag mal. Salami? Ja, wie, das ist noch nicht abgesprochen jetzt. Nee, da sprechen wir jetzt gerade drüber. So, ich würde sagen, vielleicht Salami und Knoblauch. Ja. Ein bisschen Knoblauch. Und da drauf. So, ein bisschen Salz ist sehr wichtig. Aber auch nicht mit Geiz und mit dem Salz. Oregano. Oh shit, ich hab vergessen, die Mozzarella zu schnippeln. Naja, kann man dann sozusagen. Ja. Online. Online, live vor Ort. Oregano wollen wir auch nicht geheißen. Salami. Hast du da auch wieder einen geheimen Tipp, oder? Die ist gut. Ich weiß auch nicht. Die gibt's hier im Supermarkt. Die ist gut. Fast so gut wie diese harte Salami. Ist aber nicht so hart. Muss man also nicht. Tut dir nicht weh. Die Italiener backen ja ihre Pizza auch erst so und legen die Salami erst später drauf, aber ich freue mich jetzt schon drauf. Und rupfen sie ein bisschen klein so. Ja.
Aber die Musik ist jetzt schon ein bisschen skurril geworden. Total. Ich mach mal ein bisschen Ananas drauf, damit es zur Musik passt. Oliven noch, Paul? Ja. Ja? So, Dings, ja, Oliven. Jetzt kommt der Käse. Erstmal so Mozzarella klein schneiden. Das Wasser da rausmachen. Da ist der Käse. Oh, er hat eine Schere. Ja. Das ist doch keine Schere, oder? Natürlich. Du musst ein bisschen schneller machen, sonst passt nicht zur Musik. Vielleicht noch so ein. Also, ich finde ja bei Käse, zu gewachsenen Käse, passt Paprikapulver ziemlich gut. So ein bisschen kann nicht schaden. Und Pfeffer oder Chili oder so lässt du weg? Oder ja, Chili kann man auch. Man kann Chili auch machen, aber jetzt mal nicht. Ah, das ist jetzt Pfeffer. Das ist Pfeffer, ja. Ja, jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Und dann auf den Biomüll wieder. So. Scheiße, fuck! Nein! Das ist ja, dass ich zu wenig Mehl auf das Ding drauf mache, dann klebt die Pizza dann fest. Mach mal aus. Oh, so scheiße, ey. Hast du zu viel Liebe, Bert? Zu viel Liebe, ey. So scheiße, ey. Ist mir aber nie passiert. Die rutscht eigentlich schon ganz gut, aber... Scheiße. Ich hab die Hände auf den... Fuck. Boah, was für ein Fiasko, ey. Was passiert, wenn man filmt? Biomüll. Ja, nee, mit dem Stein, ey. Da ist die ganze Käse drauf. Umdrehen. Ja. Ja, das ist hilft, umdrehen. Nimm dir ein schönes Handtuch und drehst schnell um. Wenn du die ganze dünne Schicht dran lässt, wird er nur verfaulen und einen leicht angegrillten Geschmack hinterlassen. Aber ich würde es trotzdem umdrehen. Oh, scheiße, ey. Das ist ja peinlich. Jetzt brauche ich die. Ich krieg ja was zum Unterhaltungswert bei. Guck mal, ob wir den Schatten drehen. Fühlst du immer noch? Wir wollen zu zweit umdrehen oder was machen wir? Schauen wir mal. Ich glaub, klug ist das hier rauszuholen und ihn dann umzudrehen. Deswegen habe ich die andere Seite vorhin abgewaschen. So, schauen wir mal, was passiert. Ne? Machen wir das einfach mal hier drauf. Und schon mal runter, du Scheißpizza. Heute gibt es immer noch ziemlich, würde ich sagen, problemlos. Was sagt er jetzt so? Ne? Immer dieses Theater, mein Gott. Passiert, da war zu wenig so. Mehl unten an der Pizza dran. Ja genau, die ist hier dran festgepackt. Also ich weiß auch nicht, das Ding wird mit der Zeit irgendwie rauer, habe ich das Gefühl. Also als ich das als Neubau ging, ist irgendwie immer flupp, flupp, aber jetzt ist es ein bisschen... Knackt doch jeder Arsch seine Nüsse drauf. Happiger. Ja genau, aber wahrscheinlich hat jeder Arsch seine Nüsse drauf knackt. Ich habe auch nicht damit angefangen. So, jetzt mal einen schönen, schönen Ausblender. Ja, wir werden in 5 Minuten sehen, was passiert ist. Ob ich Brandblasen in den Fingern habe.